TH Barbecue mit Herzglut grillen. Jetzt geht's los. Ich zeige euch heute das Unboxing von meinem Monolith Icon. Tja, was soll ich sagen? Ein neuer Grill ist mal wieder bei mir eingezogen. Der Monolith Icon, also das kleinste Mitglied der Monolith-Familie, zusammen mit dem Junior vielleicht. Und den möchte ich heute mal für euch auspacken. Ihr seht, ich habe mir eine Menge Zubehör noch mit dazu bestellt. Ich zeige euch das jetzt hier mal im Schnelldurchlauf. Ich habe also natürlich eine Abdeckung für den Grill gekauft. Dann geht es weiter mit einem Gussrost. Und darunter befindet sich in dem Karton der Wärmeschild, also der Deflektorstein, und hier noch eine zweite Grillebene. Und das große Teil hier, ich drehe es gerade mal um, das ist die Feuerplatte für den Icon. Gut, ganz zu unterst steht der kleine Bursche und den stelle ich mir jetzt mal auf meinen Gartentisch und dann geht's weiter. So, hier sind sie also nochmal, die ganzen Zubehörteile. Ich möchte euch in diesem Video aber mal den normalen Lieferumfang vorstellen, wenn ihr also tatsächlich nur den Icon erstmal ohne Zubehör bestellt. Also ritsch ratsch, den Deckel auftrennen und dann schauen wir doch mal gemeinsam rein, was sich darin alles so verbirgt. Die Spannung steigt. Insgesamt muss ich sagen, war es hervorragend verpackt, werdet ihr nachher noch sehen. Hier geht's los mit ein paar ersten Kartons. Ich packe die nachher nochmal separat für euch aus, legt die jetzt hier erstmal zur Seite. Und ihr seht, unter der Plastikfolie, da kommt er dann schon zum Vorschein, der kleine Monolith Icon. Insgesamt wiegt das Gerät 30 Kilogramm. Das ist also noch gerade so handelbar alleine. Und hier unten verbirgt sich auch nochmal ein Karton, bevor ich dann das Gerät mal aus dem Karton rausholen kann. Im Icon, da macht er das erste Mal die Klappe auf, jede Menge Schaumstoff und hier gut verpackt die einzelnen Segmente der Feuerbox. Das ist ja mittlerweile Standard bei Monolith, dass das nicht mehr ein Teil ist, was ringsrum geht, sondern eben diese einzelnen Segmente. Ihr seht es, die stecken hier also alle gut verpackt in diesen Schaumstoff drin. Unter dem Schaumstoff geht es dann weiter mit der Feuerbox an sich, dem Metallgestell und unten der Ascheschale. In dem Säckchen, da war nur sowas zum Trockenhalten drin, so ein Granulat oder was. Und unter dieser Ascheschale verbirgt sich jetzt nochmal ein Schaumstoff als Transportschutz. Gut, also Ascheschale und Gerüst der Feuerbox wieder rein. Und dann schauen wir mal unter den Grill, weil da verbirgt sich auch noch was. Zunächst aber mache ich hier an der Seite, am Ring waren auch nochmal Schaumstoffteile, weil der ganze Ring, das ganze Gestell war schon vormontiert. Man musste das also wirklich nur auspacken und hinstellen. Wunderbar, da war nichts mehr zu installieren oder so. Ihr habt gesehen, da unten hat sich der Grillrost versteckt, der Edelstahl-Grillrost. An den Füßen waren auch nochmal solche Plastikfolien zum Schutz. Und jetzt packen wir mal die einzelnen Pakete aus. In diesem langen verbirgt sich die Ascheschaufel, mit der man nachher also die Asche unten aus dem Grill entnehmen kann. In diesem kleineren Paket haben wir die Krone oder auch das Deckelventil des Grills mit dem Icon-Schriftzug. Genau, lässt sich bewegen, wunderbar, lässt sich übrigens über die Schrauben auch fester oder weniger fest oder stramm einstellen. So, dann haben wir hier noch einmal ein etwas längliches Paket mit dem Grillrostheber, genau. Und im letzten Paket, da verbirgt sich diese Gussplatte, die unten in die Feuerbox reinkommt, die also die Kohlen dann entsprechend aufnimmt. Das ist die Unterseite, das ist die Oberseite, genau. Gut, dann setzen wir das Ganze mal zusammen. Das hält sich in Grenzen, eine Bedienungsanleitung ist dabei, aber ich habe sie tatsächlich nicht gebraucht und ihr dann auch nicht mehr, wenn ihr dieses Video gesehen habt. Ich mache jetzt hier einen kleinen Fehler erstmal. Ich setze zuerst die Gussplatte ein und fange dann an, die Segmente einzeln einzusetzen. Nach dem dritten Segment habe ich dann auch gemerkt, na, es ist wohl besser, erst die Segmente einzusetzen und dann diese Gussplatte. Okay, Versuch macht klug. Hier seht ihr das, nehme ich die Platte raus, platziere die restlichen Segmente und kann dann entsprechend die Gussplatte am Schluss wieder einsetzen. Gut, wenn das Ganze geschafft ist, dann haben wir die Feuerbox fertig, der Grillrost kann drauf
und der Grill ist schon fast einsatzbereit. Was fehlt, ist natürlich on top noch das Deckelventil. Das ist nochmal mit so einer Filzdichtung versehen. Das sitzt also schön stramm oben drauf. Tja, und da ist es nun, das neue Spielzeug für meinen Grillkanal. Jetzt ist es dann an der Zeit, den Grill auch mal anzufeuern. Ich habe jetzt hier also so einen Weber Portionsbecher Kohle eingefüllt. Das ist beileibe nicht viel Kohle und ihr seht, die Feuerbox ist ja beileibe jetzt noch nicht voll. Aber diese Kohle sollte schon ausreichen, um jetzt hier eine ordentliche Temperatur zu erzeugen. Das heißt, alle Ventile auf und jetzt kann der Grill mal so richtig Fahrt aufnehmen und ausbrennen. Ich habe euch jetzt hier mal zusammengefasst die Temperaturentwicklung. So ungefähr in 10 Minuten Schritten ging es ungefähr 80 bis 100 Grad in die Höhe. Ihr seht, dass relativ schnell sind die 150 Grad erreicht und bei knapp 400 Grad habe ich den Grill dann wieder angefangen runter zu regeln, weil da sollte dann doch nichts mehr von der Produktion und den Rückständen übrig sein. Tja, das war mein Video zum Monolith Icon. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, schreibt mir einen freundlichen Kommentar und solltet ihr noch nicht Abonnenten meines Kanals sein, dann dürft ihr das jetzt gerne nachholen. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.